Herr Hebelstreit, neben den USA ist jetzt auch Deutschland gezwungen, als mutmaßlich enger Partner von Israel humanitäre Hilfe via Luftabwurf den Palästinensern zukommen zu lassen. Da würde mich generell interessieren, steht denn Kanzler Scholz, wäre nett, wenn Sie mich auch angucken, aber steht Kanzler Scholz denn immer noch zu seiner Aussage von Ende Oktober 2023, dass er keinerlei Zweifel daran hegt, dass Israel bei seinem militärischen Vorgehen im Gazastreifen sich vollumfänglich an das Völkerrecht hält? Herr Warwick, ich habe so Sie nicht angeguckt, weil ich sehr genau zugehört habe und all die Unterstellungen, die Sie in Ihre Fragen zu packen versuchen, dass mir da keine entgeht. Also Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland steht eng an der Seite Israels. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson und da gibt es auch keine Veränderung der Haltung. Sie haben auch mitgekriegt, dass wir auch von dieser Stelle und verschiedentlich auch von anderen Stellen, auch der Bundeskanzler an die israelische Regierung appelliert hat, die humanitäre Situation in Gaza deutlich zu verbessern. Er hat auch dazu aufgerufen, dass es keine Bodenoffensive auf Rafah geben soll. Er hat auch den Zugang humanitärer Hilfe über verschiedene Grenzübergänge angemahnt. Und nicht nur öffentlich, sondern auch in den Gesprächen mit unseren israelischen Gesprächspartnern immer wieder deutlich gemacht. Wir sehen, dass die Situation in Gaza immer schlimmer wird und haben uns jetzt entschieden, mit unseren Freundinnen und Freunden, auch mit der jordanischen Regierung zusammen, zu diesem bestenfalls zweitbesten Mittel zu greifen, weil solche Hilfslieferungen, ob sie nun über den Seeweg erfolgen oder über die Luft, sind weder zielgerichtet noch können sie in dem Maße die Betroffenen erreichen. Und deswegen bleibt unser Plädoyer, bleibt unsere Aufforderung dabei, dass Israel es ermöglicht, dass mehr substanzielle humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Gleichzeitig bleibt unser Aufruf an die Hamas, die noch mehr als 100 verbliebenen Geiseln, die seit über 5 Monaten dort in Geiselhaft genommen sind, endlich freizugeben, um damit auch den Weg freizumachen für eine Waffenpause, die dringend benötigt wird. Nachfrage dazu? Ja, meine Frage war allerdings, ob angesichts der Ereignisse der letzten Wochen und Monate, wir sind mittlerweile laut UN-Angaben bei 13.000 getöteten Kindern, 9.000 getöteten Frauen, 125 getöteten Journalisten, die eigentlich auch einem besonderen völkerrechtlichen Schutz unterliegen, 2 Dutzend Kinder, die ebenfalls laut UN-Angaben einen Hungertod gestorben sind mittlerweile, ob vor diesem Hintergrund der Kanzler weiterhin bei seiner Einschätzung bleibt, dass sich Israel vollumfänglich an das Völkerrecht hält bei seinem Vorgehen im Gazastreifen. Ihre Antwort hat sich mir da noch nicht vollumfänglich erschlossen diesbezüglich. Der Kanzler hat gesagt, er sei überzeugt, dass sich Israel an das Völkerrecht hält und daraus gibt es keine veränderte Position. Dann Herr Jung. Herr Fischer,